Welche Kristalle bzw. Muster würden Sie als Heilskette für positive Energie und Selbstheilung zum Tragen empfehlen? Was ist mit der Spule, die Sie tragen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Damals, als ich noch Neuling war auf dem Gebiet, hatte ich Befürchtungen gehabt, dass mir was passiert, weil Wilhelm Reich und viele andere haben von der Energie gewarnt. Und bevor ich das geschafft habe, dieses Effekt zu neutralisieren durch Schauberger, Tesla, Lakowski, kam ich dann auf diese Halskette, was ich trage. Das ist eine Lakowski-Spule und die hat mir sehr, sehr gut getan. Ich habe einfach das gespürt, dass es mir gut ging. Vorher habe ich Tesla-Platten, Purpur-Tesla-Platten benutzt, wo ich dann drauf stand nach der Arbeit und mich geduscht habe. Die habe ich damals getragen, aber man muss wissen, dass diese eine spezielle Fertigung war für mich. Die war aus echtem Gold einfach und nach meinen Recherchen, Gold war das Mittel, was wirklich das einfach absorbieren kann. Man sagt ja nicht, in der Alchemie umsonst, man verwandelt Blei in Gold. Und ihr wisst, diese Röntgengeräte, wenn man da reingeht, hat man immer ein Bleikostüm oder ein Vorwand aus Blei. Ja, und für mich war es einfach intuitiv sehr klar, dass ich das einfach aus Gold benutzen kann. Man kann auch unterschiedliche Sachen, das heißt, man muss intuitiv gehen, man muss auf seinen Körper, man muss probieren, was anbezüglich Kristalle geht. Also wir benutzen das Rientra, weil es ein Kraftfeld ist, ein Resonanzgenerator und tritt mit unserem Torus sehr, sehr gut in, sagen wir, Verbindung. Und beschleunigt die Prozesse da drin mit dem Torus und entsteht dann im Zentrum ein gewaltiger Art von Schwarzloch, das die gesamte negativen Materien wie einfach Nanopartikel und so von Chemtrails, die werden da absorbiert und transformiert auf subatomaren Bereich. Und mit Kristalle muss man nach Gefühl gehen, also es gibt verschiedene und wenn man die Wissenschaft von Kristallen sieht, tritt auch in Verbindung mit Chakren, tritt in Verbindung mit Horoskop, wann man geboren ist, man Löwe ist oder Jungfrau oder Zwilling, da muss man sehen einfach, ja. Und Kristalle muss man programmieren auch, weil die haben ja ein Gedächtnis, die haben einen Speicher, da muss man sehr vorsichtig sein einfach, ja. Einfach probieren, würde ich sagen. Das ist der beste Weg.